Okay, Jos, bist du ready? Ready. Last Chris, zieh mal ein Wort. Ich muss dir jetzt sagen, was das heißt. Schnauzer. Schnauzer. Wir haben ja Schnauzer im Deutsch. Schnurrbart. Weil wenn jemand nuschelt, nicht richtig redet. Schnuddler. Schnuddler haben wir im Deutsch. Nase putzen. Schnäuzen. Nein, das ist Schnitze. Schnitze. Hier in der Region. Das hat was mit Essen zu tun. Wenn man Süßigkeiten isst. Schnecken. Ja, es ist wie Naschen. Echt? Ja, Schnauzer heißt. Schnauzer, okay. Das ist das berndeutsche Wort für Naschen. So was, Pet. Wie ein Wort. What the fuck? Das kann ich doch niemals aussprechen. Himo Gregeali. Hummel. Auch ein Insel. Hummer. Nein. Wespennest. Himbeere. Also das ist eine Sektscheiße. Du hast keine Ahnung, ne? Dann lösen wir das auch mal auf. Das heißt Marienkäfer. Wie soll ich von Himo bla 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 auf Marienkäfer kommen? What the keine fuck? Ahnung. Okay, cool. So, Sina, dann zieh mal ein Wort. Was ist zum Teufel? Blofi? Blödmann? Blofi, Blofi? Scheiße. Blof, 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 Blof. Bla? Es ist ein total random Wort. Ich weiß es nicht. Ich stehe voll auf dem Schlauch, sag's mir. Das ist das berndeutsche Wort für Bleistift. Bloffi! Ja! Willst du verarschen? Er geht beim Bloffi rüber. Ja. Schön, dich hier im Wald. Ja, bin ich auch. Gucken, was da drauf steht. Das ist ganz eindeutig Niedler. Nudeln. Ein Bedürfnis. Nein, aber es ist was zum Essen. Also da warst du gar nicht mal so schlecht dran. Es ist nichts Süßes, oder? Es klingt nicht süß. Es kann auch süß sein, aber normalerweise ist es nicht. Ist nichts mit Nudeln? Auch nichts mit Teig? Was mit Pflanzen? Was mit Tieren? Nudeln? Was bleibt denn da übrig? Irgendwas Hochsynthetisches. Aus einer Zutat wird das hergestellt. Sie ist weiß und flüssig. Milch. Geronnene Milch. Ja, es ist eigentlich Rahm. Rahm. Oder Sahne. Okay, Jos, bist du ready? I'm ready. Also dann zieh ein Wort. Rafali. Rafali. Klingt ein bisschen wie Tafel. Dachte ich als erstes, wobei ich auch an irgendwie Ding dachte, wie heißt das? Falafel. Falafel dachte ich auch. Also hat was mit Essen zu tun, aber nichts Salziges. Ist es was Russisches? Ist es lecker? Ich glaube, jeder mag es. Nö, ist süß. Ist es Gummibärchen? Fast. Ging ja schnell Schokolade. Tafelschokolade. Nee, also Gummibärchen war schon näher dran. Okay. Das ist so, so Candy. So Bonbons. Ja. Gummibärchen halt. Nee, ach so. Die sind hart. Ach solche Bonbons. Ja, die sind aber hart. Aber ich war nah dran. Du warst nah dran. Mit den Gummibärchen, ja. Nix mit Tafeli zu tun. Ich dachte echt, Falafel. Schön, schön, Schweizerdeutsch. Okay, Benni, sieh ein Wort. Scheiche. Das ist ein ganz einfaches Wort, pass auf. Es geht um Bäume. Ja, genau. Um Bäume und wenn man bei Bäumen das Blatt in der Mitte aufschneidet. Über einen kleinen Spalt in der Mitte vom Blatt, wo das Stiel ist. Und das Innere, was sich dort befindet. Nennt sich Schleiche. Scheiche. Eigentlich spricht man so. Scheiche. Aber dann, du bist komplett dann auf Holzweg, Mister. Gib mir mal einen kleinen Tipp. Das ist ein Körperteil. Wenn man den menschlichen Körper betrachtet, ist Schelche? Der Rest vom Fingernagel, wenn man ihn abschneidet. Das heißt Bein. Wie, das heißt Bein? Achso, ich dachte, das Fingernagel heißt Bein. Nein, das Wort da. Scheiße heißt Bein. Ja. Okay. Wenn ich nicht laufen kann. Alex, zieh ein Wort. Ja, eins, nicht zwei. Entschuldigung. Oh. Gring. Es ist nichts zum Trinken, vermute ich mal. Es ist nichts zum Trinken. Grimmig? No. Schlecht drauf. Ah, wobei, das ist gar nicht mal so schlecht. Grimmig. Miesmuschelig, schlecht drauf. Miesmuschelig. Also es ist ein Körperteil. Sieht man das als eigene Person? Ja. Was hast du denn jetzt gedacht? Irgendwas. Finger, Mittelfinger, die Nase, Mund, Zunge, Augen. Das Gesicht, Kopf. Gering heißt Kopf. Ja. So, Yuki, sieh ein Wort. Ich bin schon mal gespannt, ey. Oh, Gunfe. Gunfe. Richtig aussprechen, weil sie so Gofe. Koffe. Ich habe einer ganz gedacht, ist es aus Tiermasse oder Fleisch, Blut, was zum Anziehen? Nein. Man benutzt es ab und zu für, sagen wir, zerrissene Kleider. Das ist eine Sicherheitsnadel. War es so kurz und so lang? Ja. Die Bedeutung. Ach du Scheiße. Nat, sieh ein Wort. Okay. Kindishi? Irgendwas mit Kindern. Ja. Also es hat was mit kleinen Kindern zu tun. Machen die was? Ist das ein Verb oder ist das ein Nomen? Das ist ein Nomen. Also es ist mehr als kleine Kinder. Ja, es ist also kleine Kinder plus noch etwas dazu. Kindergarten? Ja, genau! Schütz den Wort, Robin.
Was steht denn da? Stran! Stren! Nee, da kannst du jetzt schreiben oder was? Bist du da? Stren! Strau! Strau! Irgendwas mit Strand, Strauch, Lauch? Das hat was mit Haaren zu tun. Die Haare haben Hormonstrauch. Was ist denn die Sprache überhaupt? Okay, Schweizerisch, ihr könnt ihr alle nicht babbeln. Ach, was weiß ich, was ist das? Sag mir die Erklärung. Das ist eine Haarbürste. Oh! Du wirst nie drauf kommen! Ihr seid so schlau! Zieh ein Wort. Jawohl, da steht Ritti Gampfi. Ich denke, das könnte irgendwas Schweizerisches sein. Also Schweizerdeutsch, irgendwas zum Essen. Essen? Soll ich die Bewegung machen? Ja, mach mal. Die geht, du sitzt da irgendwo drauf und dann schaukelt das so hin und her. Ja, so ein Schaukelpferd. Genau! Ein Schaukelpferd. Okay, ich hatte jetzt noch irgendwie so einen Zug oder sowas, wo man drauf sitzt im Kopf. Cool, war's das? Das war's. Alles schon. Klar, danke schön. Make it loose with me, unthinkable, don't stop till you come first. Life too unpredictable, take control.